Der Herr ist in unserer Kirche, sind getauft. Aber es sind wenige, die wissen, was es bedeutet, dass sie getauft sind. Man muss doch einen Namen haben. Und den bekommt man eben in der Taufe. Werden doch auch Kriegsschiffe getauft, wenn sie ihren Namen bekommen. Nein. Deinen Namen hast du bekommen, als dich der Standesbeamte ins Register eintrug. Dazu braucht man wirklich keine Taufe. Aber mit einem Namen hat die Taufe dennoch zu tun. Wie man früher den Sklaven den Namen des Herrn auf den Rücken brannte, so wurde dir in der Taufe der Name des Herrn aufgeprägt. Und du wurdest damit als sein Eigentum gestempelt. In der Taufe hat Gott dich als sein Eigentum beschlagnahmt. Gottes Eigentum, dieser Stempel ist dir seitdem aufgedrückt. Durch Menschenwort und Menschenhandlung hat Gott gesprochen und gehandelt. Durch die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, ist dies Wort Gottes Eigentum über dich gesprochen worden. Durch die Handlung der Kirche hat dich Gott für sich in Anspruch genommen. Aber gehören wir denn Gott nicht auch ohne die Taufe? Einfach darum, weil wir seine Geschöpfe sind? Jawohl. Aber wir wüssten es nicht, wenn Gott es uns nicht sagte durch sein Wort. Was das bedeutet. Was es aber bedeutet, wie Gott es meint, dass wir sein Eigentum sind, das hat er uns durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gezeigt. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft. Nicht wie ein Sklavenhalter seinen Sklaven mit seinem Namen stempelt, um damit zu zeigen, ich kann mit ihm machen, was ich will. Nicht so macht uns Gott durch Jesus Christus zu seinem Eigentum. Wohl ist es wahr. Er kann mit uns machen, was er will. Er ist ja der Schöpfer und wir seine Geschöpfe. Aber er will nicht, dass wir uns vor ihm fürchten müssen, wie ein Sklave vor seinem Herrn. Sondern er will, dass wir ihn lieben, als den, der uns zuerst geliebt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes Evangelium, Kapitel 3.